Meine Liebe zum Auto ist durch die Familie entstanden. Mein Vater hatte eine Opel-Werkstatt und Verkauf. Und da bin ich sozusagen groß geworden. Und eigentlich war die Liebe zu Motorrädern zuerst. Es drehte sich alles um Motoren. Es begann mit einem Moped, mit Motorrad, mit der NSU Lambretta. Und dann bekam ich zum Geburtstag das Auto geschenkt. Also das war mein erster Austin Helly Sprite. Auto ist ein und alles für mich. Ich kann nur Auto. Ich bin Heidi Hetzer, 80 Jahre alt. Hudo ist 87 Jahre und gemeinsam sind wir beide um die Welt gereist. 84.500 Kilometer. Mit Hudo bin ich um die Welt gefahren. 2,5 Jahre waren wir Tag und Nacht zusammen. Er ist für mich alles. Er ist meine Welt. Wir waren immer Seite an Seite. Bei einem alten Auto ist es extrem wichtig, ihm Liebe, Liebe, Liebe zu geben und mit ihm zu sprechen, ihn zu streicheln, einfach sich um das Auto zu kümmern, Zeit für das Auto nehmen, einfach sich um die Werte, was ist wichtig bei dem Auto, und das sind natürlich die drehenden Teile. Darum immer wieder der Motor, das ist wie bei uns Essen und Trinken. Ich will ja auch gut essen und trinken, und genauso möchte ich das für meinen Partner, für mein Auto, dass es dem auch gut geht und dem bekommt guter Sprit und Öl, gutes Öl auch besser. Ohne Auto bin ich amputiert. Geht gar nicht. Nein. Und darum habe ich sogar, wenn ich spazieren gehe, ein Auto an der Hand. Ich habe sogar eine Autohandtasche. Man muss sein Auto lieben und das spürt der